Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Warum habe ich denn die Quest schon wieder, die mir angezeigt wird? Das ist, finden Sie heraus, wo der letzte Riese ist. Ja, würde ich ja. Gerne. Wenn ich wüsste, wo der ist. Wenn ich denn auch wüsste, wo der ist. Dann würde ich es ja... Ne? Also. So, schauen wir mal, wie es unseren Tierchen geht. Oh, ich hab... Ich habe vergessen, Essen zu besorgen. Ah, Mist. Ob die immer noch alle schlecht gelaunt sind, sonst müssen wir nämlich noch ein paar, ist Looking okay? Ah, okay. Bringt das echt so viel? Okay. Dann müssen wir gleich noch so ein paar Wärmedinger holen. Geh doch mal weg da. Können wir die denn aber dann wieder rauslassen? Ja, oder? Ich lasse einfach mal wieder raus. Wenn die eh okay sind, dann. Ach so. Mist. Ich bin zu fett. La, 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 la. Ja. Perfekt. Mal gucken. Fröhlich, 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 fröhlich. Alles klar. Alles klar, wir brauchen mehr Wärmelampen. Wir brauchen mehr Wärmelampen. Das ist das ganze Geheimnis hier. Dann sind die fröhlich. Mehr Wärmelampen gleich Fröhlichkeit. Das haben wir jetzt gelernt, ja. Das scheint so zu sein. Hunde. Also, eigentlich könnte ich ja mal eben ganz kurz, ein bisschen hier... Kostet zwar wieder Zeit, aber hey. Manchmal, ne? Überkommt es mich auch, ja. Ja, euch geht es wahrscheinlich noch nicht so gut. Das prüfen wir gleich mal. Schlechte Laune? Ne, weil die frieren. Die frieren, die haben schlechte Laune. Klar, wer friert, hat schlechte Laune. Das ist ganz normal. Da werden wir natürlich gleich was gegen tun. Die waren so teuer, ne? Ich hätte gerne beheizbare Ställe. Warum gibt's das nicht? Beheizbare Ställe. Achso, der ist noch gegossen. Der ist auch noch gegossen. Okay. Das schneit ja auch. Ne? Er schneit ja auch. Ja, ihr kriegt nachher auch eine Heizung.
Alles gut, alles gar kein Problem. So, zwei, drei müssen wir noch kaufen. Drei Stück. Dann werden die auch nicht mehr krank, ne? Werden wir sofort besorgen. Werden wir gleich sofort kaufen gehen. Damit die in die warme... Ne? Huch. Da habe ich mich leicht erschreckt. So, Milch. Noch ein Ei. Zack, hat man auch wieder großen Käse. Große Milch, ne? Ist mir nämlich sofort aufgefallen. Zack, hat man die große Milch. Aber mein Haus, das sieht auch anders aus, ne? Habe ich das gewählt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das wollte ich haben. Sieht kacke aus. So, zum Verkaufen. Ja, so die Preiselbeeren und dann die... Was machen wir denn nochmal mit Gerste? Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Achso. Ich finde, wir halten jetzt einfach mal Preiselbeeren und die Gerste. Ne? Gerste, Quatsch. Den Kaffee, die Kaffeebohnen, die halten wir jetzt einfach mal in uns. Ja, wir gehen in uns und dann halten wir die einfach mal da so fest. Wir gehen uns jetzt nochmal drei Wärmelampen holen. Einkaufen. Eins, zwei, drei. Direkt am Wein, weil ist teuer. Huch. So, mein Schuppen muss ja in der Arbeit sein, ne, eigentlich. Ah ja, okay, der wird hier noch. Ist noch im Bau. Ich hoffe, es reicht. Zwei. Ich sehe nicht nur schlau aus, ich bin es auch. Drei. So, dann würde ich gerne zum Museum. Das Museum. Alter. Echt? Wir haben den komischen rostigen Speer schon. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn die Liebe meines Lebens gerade unterwegs? In der Klinik.
Die Liebe meines Lebens befindet sich in der Klinik. Da, nee, jetzt nicht mehr. It's Tiffany. Ja. Ah ja, wir wollten auch geguckt haben, wo man Tiere kriegt, ne? Nee, du gehst nie weg. Achso. Du bist so nett, danke. Mehr kann ich mit dir nicht bequatschen. Okay. Ich hatte irgendwo, meine ich, auf einen Screenshot von den Machern gesehen, wo man die Tiere kaufen kann. Ich glaube hier, ne? Aber wie komme ich denn hier? Animal, ja, das ist Animal-Geschäft. Wie kommen wir denn in das Animal-Geschäft rein? Oder ist das hiermit verknüpft? Ist das am Stadtzentrum mit verknüpft? Oh, was ist denn hier los? Hello, Johnny Doe! Yeah. Okay. Jetzt muss ich noch mehr Aufgaben hier übernehmen, oder was? Festival Points? Oh, Backe. Wo hat sich das Buch jetzt hingeschickt? Gesteckt. Okay. Werden wir uns da nicht dauern. Merit Points. Da sind Tiere. Einkaufen. Einkaufen. Was ist der Unterschied? Achso, das ist nur Dekoration. Was kostet so ein Tier denn? Ich will keine Katze. Ich will auch keinen Leguan. Welche nehme ich jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden, welchen. Das sieht ja eher wie ein Fuchs aus. Den Hund? Den Hund. Wir nehmen den Hund. Adoptieren. Ah, wir können jetzt noch kein Tier adoptieren, weil wir noch kein Bett haben. Ja, gut. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo es ist. Wir wissen sehr jetzt auf jeden Fall, wo es ist. So, ich würde noch mal eben eine Runde tauchen gehen. Ja. Achso, brauche ich das? Ja, doch, kann ich eigentlich damit machen. Da müssten wir ja nämlich auch rüberkommen, ne? Tauchen! Los geht's! Ich würde es trotzdem gerne haben, dass ich dann eigentlich sehe, wo ich bin. Das wäre echt nice. Naja. Hä? Man muss den Code eingeben.
ein bisschen coden. Codierung überlastet. Ich gebe dir gleich Codierung überlastet. Da, da, da. Da, 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 da. Ui, das sieht aber vielversprechend aus. Das sieht mega gut aus. Das Königreich erkunden. Neue Quest. Die sind deutsch, okay. Ungebetener Gast. Heile den Ozean. Okay. Oh oh. Oh oh. Stopp! Weise dich aus, Landbewohner! Kein Schaden beabsichtigt, nur die Ruhesperre sind unnötig. Kein Landbewohner sagt mir, was ich zu tun habe. Olan, fordere Unterstützung an. Ich werde dafür sorgen, dass der vom Landvolk nicht mehr vom Schaden anrichten. Mach ich sie, Maru. Haltet euch zurück, ihr beiden. Senkt eure Speere. Denali, bist du blind? Das ist ein Landbewohner. In der Tat, aber einer, der unsere Sprache spricht. Ist das nicht interessant? Wir haben uns schon mal getroffen, nicht wahr? Ja, während einer Patrouille. Da, du erinnerst dich. Das war Argun. Wir waren zusammen auf Patrouille. Siehst du, Semaru? Bist du nicht verblüfft, dass der Vertreter des Landvolkes, den du fast aufgespießt hast, so mühelos mit uns kommunizieren kann? Verstanden! Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Namen noch nicht verraten habe. Ich heiße Denali. Das ist Olan und der fiese, fiese Kerl hier ist Simmeru. Johnny Doe. Wie merkwürdig, ich habe so viele Fragen. Deine Ankunft, dass du unsere Sprache sprichst, dass du das Hindernis überwunden hast, aber hier können wir nicht reden. Ich arrangiere ein Treffen mit dem König. Er wird auch Fragen haben. Das Schloss vor uns ist unser Zielpunkt. Haha, ich war auf dem richtigen Weg. Das ist das Schloss. Die Audienz findet im Thronsaal statt. Bist du dir da sicher, Denali? Wir wissen doch, dass das Landvolk nur Unglück bringt. Wissen wir das, Semaru? Wir kennen nur Lügengeschichten. Mythen oder ein Rat zur Vorsicht. Semaru, bitte. Also gut. Der hat eine Haiflosse. Ja, zurück zur Bewachung, schätze ich. So. Die Naga-Burg betreten, trifft dich mit dem König. Das sind doch keine Naga. Naga denke ich immer hier bei World of Warcraft. Ehrlicherweise, muss ich sagen und gestehen. Da geht's weiter. Johnny Doe, du bist da! Erlaube mir, dich seiner Majestät vorzustellen. Verbeug dich, Mann! Majestät, ich stelle dir hiermit den Landbewohner Arguno vor.
Hä, was? Hier mit den Landbewohner Aguno, vor dem ich auf unserer Patrouille begegnet bin. Dieser faszinierende Individuum ist bekannt als Johnny Doe. Johnny Doe. Das ist wirklich ein einzigartiger Spitzname. Du behauptest, dieser Johnny Doe kann sich in unserer Sprache unterhalten? Allerdings, etwas hat sich verändert, Majestät. Zuvor hatten wir eine flüssige Konversation. Ist mir neu, Majestät. Ich muss zugeben, ich bin fasziniert. Vor dir steht unser geschätzter König Kratako und unsere gütige Königin Navanda Devi. Johnny Doe, es ist Zeit, dass du dich vorstellst. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen, Majestät. Ich heiße Johnny Doe. Warum schon wieder? Wir fangen. Also, es ist wahr. Dieser Landbewohner spricht tatsächlich unsere Sprache und das ist auch noch ziemlich gut. Bei einigen Zeiten, das ist derselbe Landbewohner, den wir gefunden haben. Denali, ich bin verblüfft. Majestät, ich rate zur Vorsicht. Sollten wir nicht diese Komplikation erwägen, wenn wir einen Landbewohner in unserem Königreich willkommen heißen? Die Legenden über ihre Art sind verstörend. Sind wir darauf gefasst, dass sich die Geschichte wiederholt? Deine Zweifel sind gut begründet, meine Königin. Meine Mutter hat oft Geschichten über Landbewohner erzählt. Ich habe sie als abschreckende Beispiele abgetan. Aber die jüngsten Ereignisse legen nahe, dass ein Körnchen Wahrheit in ihnen steckt. Vielleicht sind es doch nicht nur reine Legenden. Darf ich sprechen, Majestät? Selbstverständlich, Orakel. Wir schätzen deine Weisheit, Umbacke. Das kann nichts Gutes für mich heißen. Eure Hoheit, ich sichere bewusst, dass er überall im Ozean Korallenmechanismen gibt. Ich glaube, nein, ich weiß, dass diese Mechanismen der Grund für die Heilung des Korallenbaums sind, die wir in der letzten Zeit beobachtet haben. Eben dasselbe, Eure Hoheit. Und deshalb müssen wir Johnny Doe Zugang zum Tiefsee geben und die Mechanismen aktivieren, die es dort gibt. Oh, Backe. Why not? Hello? Achso, jetzt ist es Englisch. Okay. Und warum ist es so, dass nun das Landvolk diese Mechanismen aktivieren kann? Warum kann es keiner von uns? Der Zugang zur Tiefsee ist nicht etwas, das wir so mir nichts, dir nichts in einer fragwürdigen Person überlassen wollen. Mit der Technologie hinter diesen Dingen sind wir nicht vertraut. Ich vermute, der Grund dafür, dass Johnny Doe kann und wir nicht, ist die schwebende Kreatur aus Metall, die ihnen folgt. Willst du damit sagen, dass unsere Gelehrten inkompetent sind? Ganz und gar nicht, Eure Hoheit. Sie sind sehr kompetent, wie dem auch sei. Die Zeit drängt. Entweder verwenden wir unbestimmte Zeit darauf herauszufinden, wie die Mechanismen funktionieren, oder... Wir können jemanden bitten, der bewiesen hat, dass sie aktivieren kann, dieses Umgehen zu tun. Wie Johnny Doe hier. Ich fürchte, die Königin hat recht, Shuyui. Wir wissen nicht, wozu der Landbewohner imstande ist. Er ist einfach zu gefährlich. Wir müssen uns selbst vertrauen statt einem Fremden. So lautet meine Entscheidung und sie ist endgültig. Das Landvolk kann nicht hier bleiben. Eine Eskorte soll es unverzüglich von hier wegbringen. Majestät, ich... Vater, bitte denk noch einmal drüber nach. Der Landbewohner verdient eine Chance. Wer ist dein Vater? Ach so. Die Prinzessin. Der Landbewohner verdient eine Chance. Miranjani, hast du gelauscht? Ja, Vater, ich werde mich später für meine Unhöflichkeit entschuldigen. Aber bitte, Vater, ich bitte dich. Du musst diesem Landbewohner erlauben, hier zu bleiben. Ich kann nicht hier bleiben. Ich kann sonst nicht. Also, Miranjani, mein Schatz, lass uns zu dir sein, dass deine Faszination von Landbewohnern dein Urteilsvermögen beeinträchtigt.
Ganz im Gegenteil, Mutter. Ich glaube, ihr beide habt bis jetzt etwas außer Acht gelassen. Das Königreich ist von einer Barriere umgeben, nicht wahr? Und wenn es nicht eine Veränderung gegeben hat, von der ich nichts weiß, dann kann der Vertreter vom Landvolk nur aus einem Grund hier sein. Er wurde von der Göttin gesegnet, nicht wahr? Das können wir nicht ignorieren. Und seht nur, über dieses kann er auch kaum schwimmen. Wir haben überall im Königreich Wachen positioniert. Was kann ein Vertreter des Landvolkes ohne Schwanz schon tun, was wir nicht vereiteln können? Sie hat da nicht ganz Unrecht, meine Königin. Wenn wir unsere Gelehrten vertrauen können, dann sollten wir auch darauf vertrauen, dass unsere Wache nicht zulassen werden, dass eine Katastrophe passiert. Ich bin auch der Meinung, dass die schnellstmögliche Heilung des Korallenbaums Vorrang vor allem hat. Auch wenn das bedeutet, einen Fremden zu erlauben, sich frei auf unserem Territorium zu bewegen. Wir machen ein bisschen länger jetzt gerade. Wie dem auch sei, ich lasse dich nicht ohne irgendeine Art Schutz herumlaufen, Johnny Doe. Shuyo, ich möchte, dass du ein Ritual vorbereitest, damit Johnny Doe nicht irgendeine Betreuung unterwegs ist. Johnny Doe, zur Tiefsee bekommst du nur nach einem Ritual Zugang, sonst erlaubt das unsere Wache nicht. Verstanden? Denali, Semaro und Aguno, ich will, dass die Wachen besonders aufmerksam sind für den Fall, dass etwas passiert. Leite das an. Sie weiter. Achso. Mira, informiere unsere Bürger über die Anordnung. Wir müssen verhindern, dass Panik entsteht. Nur einige wenige Leute dürfen mit dem Landvolk in Kontakt sein. Johnny Doe, beuge dich unseren Regeln und du wirst das... Beuge dich unseren Regeln oder... Achso, oder du wirst im Landes verwiesen. Ist das annehmbar, Königin Mira? Landbewohner, der Zugang zur Tiefsee sei dir gewährt. Deine Weisheit obsiegt, Vater. Ich weiß gar nicht, was mich mehr beeindruckt, Liebling. Deine Überzeugung oder die Schwäche deines Vaters? Genug jetzt, meine Königin. Wir sprechen diese Angelegenheit unter uns. Denali zeigt Johnny Doe die Unterkunft in der Kaserne. Wir sind vorsichtig, aber nicht unbedacht. Wegtreten! Ich muss aber auch meine Tiere, also... Ich brauche zwar eine Unterkunft, aber ich möchte auch... Hallo? Hallo? Ne? Wow, ich kann nicht glauben, dass seine Hoheit dir erlaubt hat, zu bleiben. Und auch dazu, in der Kaserne. Das war sehr knapp da hinten. Wenn da nicht die Prinzessin gewesen wäre, hui. Wahrscheinliche Ratschläge und Traumdeutung. Wie dem auch sei, ich zeige dir mal die Kaserne. Ich will Feierabend machen.